Moin Moin, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier von LS15 im Singleplay. Das Leben in Vossdorf. Wir sind eigentlich gerade beim Dreschen, wollen aber eben zwischendrin mal eben schnell zu unserer Kartoffelverarbeitung hochdüsen und mal eben eine Portion Schweinefutter für die Schweine abholen. Da ist nämlich was fertig. Das werden wir eben schnell dazwischen schieben, quasi. Die Rinde haben wir schon mit feinsten Rübenschnitzeln versorgt. Gerade am Weizen dreschen, damit wir auch Stroh bekommen. Wir sind ja hier immer noch am Anfang, was wir bisher schon gemacht haben. Wir haben Silage für die Viecher gemacht. Wie läuft, das habt ihr ja gesehen. Wir haben den ersten Grasschnitt haben wir gemacht. Jetzt sind wir gerade dabei, für Stroh zu sorgen und wollen eben einmal ein kleines bisschen Schweinefutter einfüttern. Und wenn wir dann endlich ein paar Strohballen haben, können wir dann auch ans normale Tagesgeschäft weitergehen, können wir gucken, was die Gewächshäuser so machen. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, dass wir die Brauerei und die Bäckerei ein klein bisschen vorerst im Hintergrund behalten. Wir konzentrieren uns ein bisschen auf die normale Landwirtschaft, inklusive so ein bisschen den Gewächshäusern, weil das ganz witzig ist. Den Fuhrpark hatte ich ja, glaube ich, soweit vorgestellt, also die Marke Klaas ist relativ verschwunden. Allerdings hat sich doch noch wieder ein klein bisschen was geändert, was ich euch gleich noch zeigen möchte. Wir hatten bisher ja immer den Häcksler von New Holland. Den haben wir hier jetzt erstmal wieder ausgetauscht, einfach mal testweise. Aber das zeige ich euch gleich, wenn wir hier da sind. Kippe haben wir jetzt nicht mitgenommen, dann nehmen wir einfach einen von hier. So, ich sag zwar eigentlich immer, dass der Fuhrpark jetzt erstmal so weit bleiben soll, aber es kommt halt immer doch noch mal das eine oder andere dazu. Wir gehen das mal eben durch. Also hier der Fendt, ist klar. Dann hier die LKW halt für die Versorgung, den LKW für die Versorgung. Der Tatra für die landwirtschaftlichen Arbeiten ist wieder da. Der Big M nach wie vor steht allerdings jetzt bei der Biogasanlage, weil wir da die größeren Flächen haben. Oben werden wir dann mit dem normalen Mähgespann das Grünland machen. So, der Drescher ist auch geblieben, das ist wie gesagt gerade im oder gerade angefangen im Weizen, dann machen wir dann weiter. Hier dann für die Eierpaletten. Das ist von der Marke Klaas geblieben, der Teleskoplader, der bleibt auch. Haben hier das Bot, unseren Land Rover. So, und da kommen wir dann schon zum neuen Häcksler, und zwar ist er jetzt ein Krone Big X, den wir jetzt für die Häcksel arbeiten. Nutzen, mal gucken, wie der sich macht. So, das ist mal der Schlepper. Viel hat sich auch nicht verändert. Der 1050 bleibt. Der John Deere an der Biogasanlage bleibt. Der Radlader an der Biogasanlage bleibt logischerweise auch. Wir sind dabei, noch wieder so ein klein bisschen umzubauen. Also in erster Linie, die Architekten sind gerade dran. Das sieht man am besten hier. Das wird noch überdacht, also die ganze Geschichte kommt noch in Hallen rein. Da sind wir, wie gesagt, gerade dabei. Also das wird sich dann noch mal ein klein bisschen wieder ändern, dass das hier nicht alles so frei steht. Aber momentan ist noch bestes Wetter.
Das heißt, der Komplex wird sich hier noch ein bisschen verändern. Und auch an der Biogasanlage wird noch ein bisschen was verändert. Wenn das allerdings soweit ist, werdet ihr es natürlich erfahren. So, und dann wollen wir jetzt wieder mal ein bisschen Schweinefutter abholen hier. Lang doch erstmal viel mehr Futter, wenn wir da eh nicht reinkriegen bei den paar Schweinen, die wir haben. Wir mal eben schnell die Doppelpaletten so ein bisschen wegnehmen. Ich weiß gar nicht, ob hier noch was reingeht. Ich hoffe, das müssen wir erstmal ablagern. Links rein. Egal, stellen wir sie erstmal hier ab. Zieht er sich dann rein, wenn er sie braucht. Ich habe schon mal gesagt, dass ich die Original-Palettengeschichte echt liebe. Dann zieht er sich die rein, wenn er sie braucht. Mal gucken, da müsste dann also Wasser fehlen. Da müssen wir über die Linie noch wieder Wasser nachfüllen. Aber was anderes außer Wasser brauchen die Geschichten ja nicht.
Wasser und Kartoffeln logischerweise. Bisschen nervt das, ehrlich, ey. Es gibt ja mittlerweile jetzt ein neues Skript, was da diese ganze Geschichte verbessert mit diesen eingebauten Fixierungsgeschichten, also beim Ballen, bei Paletten, beim Schneidwerk auf dem Schneidwerkswagen. Aber das habe ich bisher noch nicht getestet, das ist aber sehr vielversprechend. Also gerade Paletten sind eigentlich schlecht. Also mit Ballen komme ich jetzt mittlerweile mit der Ballengabe, dieses manuelle Attachen hat sehr gut klar, aber für diese Palettengeschichte, da manchmal kommt da echt das Grausen auf. Ich weiß wohl, dass man die nur rauskriegt, wenn sie gerade ist, aber ihr seht ja, dass auch das nicht immer hilft. Also warum zum Beispiel, der ist jetzt nirgends mehr irgendwie fest. Warum zieht ihr das jetzt nicht vernünftig runter, ne? So. Da wollen wir eben schnell ein bisschen Wasser nachfüllen. Und dann muss auch das Futter zu den Schweinen. So, Wasser ist im Wagen. Das ist der Weizen hier. Den mischen wir mit den Kartoffeln für das Schweinefutter. Wie gesagt, der ganze Komplex hier oder der ganze Distrikt wird noch klein bisschen umgearbeitet. Aber wann das soweit sein wird, kann ich noch nicht sagen. Aber ihr werdet das gewahr. Das könnt ihr euch sicher sein. So. Den lassen wir jetzt einfach mal hier stehen. All die, weil wir das Schweinefutter wegbringen wollen.
dann donnern wir ab zum Hof. Bestes Wetter hier in Vorsdorf, wie ihr seht. Wollen wir zusehen, dass wir Stroh an Land kriegen? Ach hier, Trude. Oh, jetzt biegt die auch ab. Hey, geht doch mal wieder dran. Die bremst aber auch nicht, ne? Die bremst aber auch nicht. So sind sie, die Vorsdorfer Bürger. Die sind vor nichts unterzukriegen. Ich wundere mich schon, dass er ein bisschen unruhig fährt. Die Vorsdorfer Bürger blinken auch nicht. Weil die stehen immer auf dem Standpunkt, es gibt niemanden etwas an, wo sie hinwollen. Auf die Luke da. So, zeigt es immer erst ein bisschen später an, da immer nicht wundern. Aber wir dürften das jetzt alles drin haben, ja. Ziel als Silofutter haben wir jetzt drin. So. So, Schweinefutter ist abgeliefert. Dann kommen wir für diesen Part jetzt auch wieder zum Ende. Beim nächsten Mal werden wir dann zusammen ein bisschen Weizen dreschen. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin sage ich Reinhard. Tschüss.